Grüß euch! So, Freunde, nach ein bisschen technischen Hickhack haben wir es geschafft. Die Wurst hat's, also unfassbar, dass es überhaupt da zustande kam. Das ist eine, so, solch eine große Ehre, Herr Nietzsche. Ne? Nein, Spaß, Dominik. Dieser Mann hier, den ihr gerade da seht, ist ein Highroller und zwar weltbekannt. Also nicht irgendwie so eine Wurst, ne? Und ja, seines Zeichens Pokerprofi, Highroller und grüß dich Dominik, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, grüß dich. Ja, das ist schön. Ziemlich viel zu tun die Zeit, aber ja. Ja, hast du alles gut. Trotz Corona-Maßnahmen als Live-Pokerspieler hast du viel zu tun? Ja, ich spiele ja nicht mehr so viel jetzt in letzter Zeit schon. Ne? Ich mache halt viel mit DTO, ich mache halt viel online, bin auf Twitch aktiv. Mach so eine Sachen so. Da hat halt jetzt durch Corona eher mehr Arbeit als weniger Arbeit. Einfach weil halt mehr Leute da sind. Und man ist ja im Entertainment-Bereich und ich denke, dir geht es ähnlich, dass du dann halt mehr Leute hast, die dir zugucken. Also hast du mehr Motivation, mehr zu machen. Und es gibt auch mehr Competition. Von daher, eigentlich habe ich jetzt mehr zu tun. Ja, ist so schön. Also wird es nicht langweilig für dich. Ist das schön? Ja, ja, ist okay. Ja. Momentan macht es noch Spaß. Also ja. Kann mich nicht beschweren. Du als Poker-Profi, kommst du überhaupt mal zur Ruhe? Hast du für dich auch mal so eine Zeit, wo du sagst, so jetzt lass mich alle in Ruhe? Nö. Habe ich mir fast gedacht, die Antwort. also gerade seit ich DTO mache, so gar nicht. Okay. Weil, geht nicht. Ja. Kannst nicht einfach ein paar Tage frei machen, geht nicht. Es ist halt einfach so, ich finde es okay. Ja. Aber der Weg zu dem, wo du jetzt bist, war natürlich lang. Beziehungsweise vielleicht auch kürzer als, oder beziehungsweise verglichen zu manch anderen, der noch nie dahin gekommen ist. Aber wie ist es dazu gekommen, dass du überhaupt die Schiene eingeschlagen hast, Pokerprofi zu werden? Ja, inzwischen ist es halt so eine bekannte Geschichte bei jedem, der in meinem Alter Poker spielt. So mit 16 angefangen, in der Schule mit Kumpels gezockt, lief ganz gut. Dann lief es ganz gut. So, dann haben wir halt Homegames gezockt, ja. Freerolls gezockt. Irgendwann hatte ich dann halt Geld, weil Freerolls ganz gut liefen, genau wie Sit and Goes ganz gut liefen. Und dann haben wir gezockt. Wann war das? Also ja, vor 12 Jahren. 12 Jahren jetzt, ja genau. Weil ich dann 13 Jahre sogar schon. Okay. Und dann hast ein Gymnasium, Abi, dies, das und hast angefangen zu studieren und sowas? Nö. Also direkt nach der Schule durchgestellt. Ja, ich hatte halt in der Schule irgendwie, ich war 18. Oh, geil, Live-Turniere. Qualifier zocken auf Stars damals. Ja. Ein paar geholt. Dann am Ende Argentinien noch gewonnen. Das war auch ganz praktisch. Ja, und dann war die Schule halt irgendwann mal vorbei und dann hat man angefangen zu zocken. Ja, das war ja dein größter Cash. Also Argentinien war dein erstes großes Turnier und da hast du auch direkt gecashed, ne? Nein, das stimmt ja nicht. Ich war vorher in Australien, ich war vorher in Dortmund. Ja. Mit Marc Gorg damals zusammen noch am Tisch. Okay. Ja, das kann man sich noch daran erinnern. Ja. Und dann das Turnier danach war irgendwie Irish Open, lief auch nicht. Und dann halt Argentinien, das habe ich dann gewonnen. Ja. Ja. Hört sich jetzt so einfach an, aber wenn man zum allerersten Mal Live-Poker spielt, ist das nicht ganz so. Das ist ein bisschen anders alles. Aber wie lange hattest du Live-Experience, also seitdem, wo du das gewonnen hattest? Also wie viele Jahre waren dazwischen? Ja, ein halbes Jahr. Halbes Jahr nur? Wahnsinn. Und wie hast du... Ja, die waren halt damals nicht sonderlich gut. Ja. Die waren halt damals nicht sonderlich gut zum einen und zum anderen waren die auch erst recht nicht gut in Argentinien. Aber es war halt wirklich so, wie man es sich vorstellt. Ja, die sind teilweise blind all-in gegangen. Also halt wie die kompletten... Amateure. Ja. Es war halt kein großes Ding, das zu gewinnen. So. Da hättest du jeden Online-Spieler hinsetzen können damals, der hätte die überfahren. So. Das war keine große Leistung. Ja, aber das war ja trotz keiner Live-Erfahrung, meine ich. Ne? Also heute würde ich die halt mehr platt machen, aber darum geht es ja nicht. Du konntest dich einfach hinsetzen und das Geld geschenkt bekommen. Geil. Heute würde ich mehr platt machen, herrlich. Aber du bist ja, du bist ja dann. Du musst ja, also ich sag mal, natürlich zählt ein Teil auch Talent dazu, ne? Also ich, klar, viel Training, dies und das, Ananas, aber du hast ja schon irgendwo deine Stärke. Wo siehst du die im Pokerbereich? Gute Frage. Ist das so mathematisch Richtung? Bist du der Typ, der sehr gut die Spieler lesen kann? Also ist das eine Mischung aus allem? Das ist eine gute Frage.
Muss ich erstmal drüber nachdenken, wo ich meine Stärke sehe. Also gerade damals war das halt eher so, du hast ein bisschen die Mathematik gelernt, damals so auf Poker-Strategy und halt wirklich, da schreibt gerade einer im Chat mehr platt machen, das stimmt halt wirklich so. Damals Turniere konntest die Leute halt überfahren. Die einfache Strategie war, du raced halt super aggressiv und du Continuation battest die weg und machst die halt so fertig. Halt einfach die Leute. Also wenn ich mir damals eine Stärke zuschreiben müsste, würde ich einfach sagen, dass ich solider gespielt habe. Also ich war halt in allen Bereichen einfach besser. So. Die Mathematik, klar, gut und schön, aber das ist jetzt nicht der Grund, warum ich damals gewonnen habe. Das ist vielleicht jetzt mehr so der Grund. Das finde ich halt interessant zu beobachten, dass sich das wirklich geändert hat. Damals halt einfach, ich habe eine relativ simple Strategie gelernt. Meine Gegner hatten keine simple Strategie, darum habe ich gewonnen. So, und im Poker gewinnt halt immer derjenige, der ne, quasi sozusagen näher am Optimum spielt. Und damals waren halt die Leute halt komplett Banane, hatten halt gar keinen Plan. Und damals konntest du halt wirklich gewinnen, ohne jetzt mathematische Vorkenntnisse, ohne Balance zu sein und irgendwie. Nee, also damals war es anders. Und jetzt heutzutage ist es halt wirklich so, dass ich sagen würde, wenn ich besser in Mathematik gewesen wäre, vielleicht hätte es dann bei mir auch irgendwie zu einem 200, 400 zum 200, 400 Cash Game Crusher gereicht oder so. Ne, also, vielleicht, wenn ich, ne, da fehlen mir irgendwelche Vorgaben, dass ich das nicht geschafft habe oder so, aber auch ganz ehrlich, vielleicht hätte ich es doch geschafft, weil es jetzt inzwischen die richtigen Trainingsmethoden gibt. So. Aber es gab halt irgendwie so eine Zeit zwischendrin, da gab es keinen Pio-Solver, da gab es nur andere Programme, die ja halt nicht so powerful waren. Und jetzt hast du halt Pio-Solver, jetzt kannst du auch als Nicht-Mathematiker Sachen lernen einfach. Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Früher war das halt schwerer so. Und ganz, ganz früher war es halt so einfach, dass es halt komplett egal war. Und da muss ich auch sagen, dass ich damals relativ faul war, weil ich gesagt habe, ach ja, guck mal, ich spiele Turniere. Scheiß drauf, ich muss nicht lernen, ist eh alles super einfach. Und dann, wo kam der Cut, dass du gemerkt hast, okay, so, die kommen auch mal langsam weiter, so. 2012. Okay. 2010, 2012. 2010, 2012. Ja, so in dem Bereich, würde ich sagen. Ja. Und das hat sich auch natürlich schön mit einem Downswing überschnitten. Wer hätte es gedacht? Lief auf einmal nicht mehr so gut. Auf einmal konnten die Leute doch ein bisschen besser spielen. Das war dann so wirklich so 2010. Und da dachte ich mir dann so: Scheiße, irgendwie muss ich mal gut werden. Habe mir einen Cash Game Coach geholt. Von dem habe ich einiges gelernt, weil Cash Game zu dem Zeitpunkt wesentlich weiter war als Turniere. Ja, das ist dann also, das ist dann genauso, wie ich sage, irgendwie, Moment, die können ja auf einmal doch ganz gut spielen. Ich kann die nicht nur platt machen mit Race, Continuation Bet und aus Gas und. Ja, aber ganz ehrlich, das hat sich dann auch relativ schnell in den Griff gekriegt, weil man dann hast du ein bisschen was gemacht und warst halt doch wieder besser. Weil die Gegner halt immer noch faul waren. Du musst halt immer nur, und dann, seitdem ist es halt immer so ein Katz-und-Maus-Spiel, wo du halt immer ein Stück besser sein musst als der Gegner. Die Gegner packen so viel Zeit rein, du musst mehr Zeit reinpacken. Und das hat sich über die letzten 8 Jahre auch nicht geändert. Ja. Aber wo siehst du denn die, sag mal, die Schwächen bei den, nicht nur jetzt live, sondern generell auch online, an den unprofitablen Spielern? Also was müssen die ändern? Wo muss es Klick machen, dass man, oder Ja, zack, gibt es da so ein zack, bei paar, allem. was meinst du? Bei allem. Ja, ist ganz einfach. Ja, Ja, aber ist ganz einfach. du musst, Einfaches Beispiel. ja. Continuation Betting. Ne? Keine Ahnung. Spiel gehst du rein, hast keine Ahnung von der Situation und da geht es dann schon los. So. Dann weißt du nicht, was du da machen sollst. Und dann wird es halt richtig schwierig, weil sobald du halt direkt auf dem Flop verloren bist, weißt du nicht, was du danach machen musst. So, dann betten sie mit den falschen Händen, dann führt das zu Problemen in ihrer River-Strategie, dann machen sie das falsch, dann führt das zu anderen Schwachstellen. Und im Großen und Ganzen ist es halt einfach, wenn du die Theorie von dem Spiel verstanden hast und deine Ranges ordentlich aufbaust, dann hast du auch deine Schwachstellen im Griff. So, jetzt hat mich letztens einer gefragt, ich habe irgendwie das Gefühl, ich drei Barrels zu oft. Weißt du, woran das liegt? Und da habe ich halt gesagt, ja, das liegt halt einfach daran, dass du auf dem Flop schon nicht weißt, wie du deine Hände zu kategorisieren hast. Ja. Weil wenn du deine Hände richtig kategorisieren würdest, hättest du am Ende auch nicht mehr zu viele Bluffs. Und wenn du zu viele Bluffs hättest, wüsstest du, was machen müsstest. So. Und es sind halt einfach so die Kleinigkeiten, die halt überall sind. Überall hast du Schwachstellen. Quasi es gibt nichts, was du perfekt kannst, und das ist okay, aber es gibt halt viele Sachen, die du gut kannst. Ja. Und das ist halt, du kannst halt an allem immer besser werden. So, du kannst besser lernen, den Flop zur Continuation betten. Du kannst besser lernen, Pre-Flop zu spielen. Ja, gut, das kriegt man halt noch hin. So. Das ist halt einfach, weil es dafür Tabellen gibt. Ne? Aber du kannst bei allem immer besser werden. So. Das geht auch für mich, ja. Ich kann den Flop auch nicht perfekt spielen. Ich mache auch Sizing-Fehler oder ich mache
Ja, hier und da mal eine zu lose Bet oder so am Turn, aber ich kann immer besser werden. Und der große Unterschied ist einfach Präzision. So die besten Spieler der Welt sind einfach präziser als ich nochmal, weil sie mehr Zeit investieren in das Spiel, um präziser zu werden. Ganz einfach. Präzision. Ja, aber du stapelst ein bisschen tief. Also wenn du hast vier Bracelets, du hast 18,6 Millionen Live-Earnings, also wenn es stimmt, 5,5 Millionen Online-Earnings, das spricht für Ja. mich jetzt nicht für jemand, der nicht zu den Besten zählt. Warum kategorisierst du dich als nicht zu den Besten ein? Weil ich seit über einem Jahr an DTO arbeite und das halt doch mehr Zeit in Anspruch nimmt, die ich früher für Pyosolver hatte. Okay. Wenn ich früher einfach mich durch die Sims geklickt habe, muss ich heute halt andere Sachen machen. So, und dafür fehlt mir einfach die Zeit. So, es gibt halt Leute, die mehr Zeit investieren können in das Ganze Ja. und die halt wahrscheinlich ähnlich intelligent sind und ähnlich lange spielen wie ich. Ich denke, dann ist es nicht fair für mich zu sagen, dass ich momentan noch der beste Spieler der Welt bin. Das geht halt einfach nicht. Wie soll das gehen? Ich habe halt weniger Zeit. Ich weiß, dass ich weniger Zeit rein investiere. Ich mache viel andere Sachen. Ich mache viel Twitch. Dies, das. Wie kann ich dann noch der beste Spieler der Welt sein? Ich denke, das wäre einfach vermessen von mir, das zu behaupten. Ich könnte wahrscheinlich, wenn ich wollte, Zeit, Motivation und alles habe, könnte ich wahrscheinlich einer der besten Spieler der Welt werden. Aber momentan, ich sag mal so, bringt es mir nicht viel da. Ja. Der Return ist ziemlich klein, es wäre Riesenarbeit. Ich wüsste, was ich machen müsste. Und ich mache ein bisschen was, einfach nur, weil es mir Spaß macht. Aber mich da jetzt 24-7 reinhängen, nur um ein paar Prozente höheren ROI zu spielen, ist es momentan nicht wert, aus diversen Gründen. Also ganz ehrlich. Okay. Aber das hat nichts mit, ich sage jetzt mal ganz knallhart, titelmüde zu tun. Du hast ja schon echt ziemlich vieles eingesackt und saß halt mit den Besten gegenüber. Ist das so eine Art neues Ziele suchen oder ist das einfach jetzt. Nee. Nee, das ist einfach Realismus, wenn du siehst, halt so ein Turnier so. Ich nehme jetzt ein ganz einfaches Beispiel: Online-Party-Poker läuft gerade so eine High-Roller-Serie. Da sitzen ja nur Profis drin. Dann muss ich mir halt echt die Frage stellen: Wie viel Prozent ROI spiele ich in dem Ding überhaupt jetzt? Und wie viel Prozent ROI in dem Ding spielt jetzt so der beste Spieler? Wahrscheinlich so ein Michael Adamo, den finde ich zum Beispiel sehr gut. Und da sage ich mir dann halt einfach: Okay, ich würde halt so Mini-Prozente ROI spielen, also lohnt es sich nicht für mich, das zu spielen und dafür irgendwie X-Tausende zu riskieren. Jetzt gerade in dem derzeitigen Klima ist das vielleicht nicht so clever. Und dann muss ich mir halt überlegen: Wenn ich jetzt so und so viel Zeit reinstecke, um so gut zu werden, beziehungsweise besser, lohnt sich das für mich? Und dann sage ich halt einfach so: Nee, lohnt sich nicht. Es gibt halt andere Sachen, die lohnen sich mehr. Und ja, das mit dem Titelmüde, ich weiß es nicht so. Ich würde auch immer noch gerne Live-Poker spielen, so, aber. Halt eher so Richtung Main Events und eher so die Zehntausender und so, klar, die sind halt immer noch gut, aber ich denke halt einfach, die Super High Roller, mein Gott, die sind ziemlich tough geworden. So. Und es gibt halt Leute, die halt einfach komplett verblendet da weiter rumrennen, ohne jetzt Namen nennen zu wollen. Die halt sagen, ja, ich habe jetzt ein paar Mal gewonnen, ich bin immer noch der Geilste. So. Und das ist, also vielleicht einfach mal Augen aufmachen und gucken, wie viel da an Rake rausgeht und wie gut die Gegenspieler sind. So. Und dann sucht man sich vielleicht doch was anderes. Ja. Ist halt kein Problem, ich habe da kein großes Ego. So. Aber du hast ja schon als Live-Pokerspieler, sag ich mal, den Reiz des Reisens, ja, ne, immer wieder neue Casinos, neues Land und so weiter. Aber das hast du ja jetzt aktuell natürlich durch Corona, aber auch durch deine jetzt, abgesehen von Corona, wie du schon eben erwähnt hast, durch deine Projekte nicht. Das ist aber ein Teil, den du nicht vermisst, oder bist du schon so, oh, Doch, ich freue mich wieder mal wieder rumzureisen, so? das auf jeden Fall, das fehlt. Ich reise sehr gerne und nicht nur Poker zu spielen, ich spiele auch gerne Live-Poker. Also, es ist nicht nur das Reisen. Na, das fehlt mir schon, das sage ich ganz ehrlich. Und es macht mir auch Spaß, irgendwie so einen Super High-Roller zu spielen in G2 oder so. Und Ja. ich kombiniere das auch gerne mit anderen Sachen, aber mein Gott, wenn die Tritons hätte ich auch gerne noch weiter gespielt, wahrscheinlich. So, es geht mir nur mehr so um so andere Sachen, so Poker Masters oder so, was halt am Ende dann doch quasi nur Racks sind und ob es sich dann lohnt. Ich habe ja auch weiter jetzt bis Oktober habe ich noch dieses, im Kings habe ich gespielt, da waren 100k, das war auch gut. Ja, aber ich vermisse es schon ein bisschen, aber wenn die Games nicht gut sind, vermisse ich es nicht. Von daher, ich habe wie gesagt genug anderes zu tun. Ja, aber die DTO-Geschichte, die wir eben angesprochen haben, ist ja ein Projekt, da kommen wir gleich drauf. Aber da du es jetzt gerade angesprochen hast, die andere Geschichte ist, wo du es ja auch ein bisschen mit verbindest, ist Twitch. Und du bist ja auf Twitch tätig und spielst, also, boah, das ist eine lange Frage jetzt. Du spielst ja eigentlich ursprünglich, wie gesagt, schon erwähnt, High Roller und machst aber auf Twitch eine Challenge, dass du deine Bankroll
von 2.000 auf 20.000 erzielen möchtest, also die Bankroll steigern möchtest. Jetzt spielst du auf den Levels, wo du sehr wahrscheinlich nicht so oft oder beziehungsweise eigentlich nie unterwegs bist. Merkst du denn da jetzt einen Unterschied? Ist es extrem verrückt oder denkst du, oh, das ist doch gar nicht so, sind teilweise gar nicht so schlechte Spieler unterwegs? Wie ist das für dich so? Ich bekomme es halt links und rechts geschenkt. Zum einen, das ist ganz cool. Ist halt auch, ich sage ehrlich, das ist das, was ich erwartet habe. So, ich meine, du hast ein paar komplette Pappnasen dabei, die laden halt einfach gerne bei dir ab. Ist okay. Dann ist halt das Game so. Wenn du $11-Turniere spielst, sollte nicht sonderlich schwer sein. Einer hat mich erstaunt, der hat halt irgendwie wirklich gut geblufft. Das habe ich nicht kommen gesehen. Im Großen und Ganzen, die Leute spielen schon so, wie ich es erwartet habe. Halt, ne, die spielen halt okay, die spielen halt nicht komplett Katastrophe durch die Bank, die spielen halt einfach okay. So, aber auch da siehst du wieder, jeder macht halt irgendwelche Fehler, mehr oder weniger groß. Und sobald das Spiel halt komplizierter wird als einfach nur Continuation Bet oder Race vorm Flop, dann machen sie halt mehr Fehler. Und das ist halt genau das, was ich erwartet habe. Also, aber ich hätte nicht erwartet, dass ich mit 16 EVBW komplett die Gegner kaputt mache. Also so viel Winnet hätte ich nicht erwartet. Aber schon im Großen und Ganzen. Und der Unterschied, finde ich nochmal krass, ist bei normalen Turnieren zu Bounty-Turnieren. Also auch da nochmal extrem. Ja. Ja, hast du recht. Bounty-Turniere sind halt komplett irre teilweise. Das ist. Ja, also wie gesagt, wenn man jetzt irgendwie so Turniere spielt auf dem Bayern-Bereich, super Zeit. Also ich kann natürlich nicht beurteilen, wie das vor Corona war, weil ich keine Zeit hatte, das zu spielen. Aber das kannst du auf jeden Fall schlagen. Das kannst du deutlich schlagen. Du hast genug Games auf jeder Seite zur Auswahl. Traumhaft einfach. KO-Turniere sind nochmal besser, wie du richtig gesagt hast. Also ich will mit der Challenge will ich nichts anderes sagen, als das Einzige, was du machen musst, um im Poker Erfolg zu haben, ist konsistent gut spielen. Nichts anderes musst du machen. Du musst einfach nur konsistent gut Poker spielen. Wenn du konsistent gut Poker spielst, deine Gegner können dich nicht schlagen, du gewinnst mit einer Winrate, heißt, du gewinnst am Ende viel Geld. Nichts anderes will ich mit der Challenge zeigen. Ja, aber der Weg zum kontinuierlich gut Poker spielen ist ja wahrscheinlich für einen Großteil nicht so leicht. Also der Weg dahin schwierig und DTO zum Beispiel finde ich zum Beispiel ein ganz gutes Tool, um zu sehen, wie du dich halt verhalten musst auf den verschiedenen Straßen. Und ja. Wie ist das Ding geboren? Also wie kamst du überhaupt auf die Idee, DTO zu programmieren? Zum einen natürlich jetzt, ne, DTO ist halt das, was wir gebaut haben. Da steckt halt eben diese Idee dahinter. Wir dachten uns halt, Moment, irgendwie jeder bringt Poker-Coaching halt irgendwie komplett falsch da bei. Irgendwie alle sagen irgendwie so, ja, du musst hier die krassen Exploits fahren, du musst hier 1000 verschiedene Sachen machen, du musst deinen Gegner lesen können, auf den Low-Stakes spielen sie alle irre, deswegen musst du das machen. Und es stellt sich einfach raus, das ist halt eigentlich Quatsch, du musst einfach nur solide Poker spielen. Und ich denke halt, viele Trainingsmodule momentan auf dem Markt sind nicht sehr fokussiert drauf, dir solides Poker beizubringen, sondern sind eher fokussiert darauf, jetzt sagen sie, ja, hier, unser Gründer ist der Uber-Sicko, der macht alles kaputt, spiel wie er, sei wie er. Und das ist halt einfach so nicht so das, wofür wir stehen. Und wir dachten uns einfach, wir bauen ein Programm, da kann jeder von lernen. Und wenn das Ziel einfach ist, gut Poker zu spielen und das alles, was du willst, ist gut Poker spielen. Solide Poker spielen, mehr Verständnis von der Theorie. Sollten wir ein Programm bauen, wo jeder Spieler davon lernen kann, jeder Spieler kann trainieren, spielt ein bisschen, wird besser, spielerisch lernen, du musst keine Simulationen laufen lassen. Und das sind alles so Sachen, wo ich ja sage, da kann jemand profitieren, ob der $1-Turnier spielt oder ob der 100k spielt, jeden Tag. Denn jeder kann von der App lernen, solange er sich halt richtig anstellt mit der App. Und das war einfach die Idee dahinter, dass wir halt ein Programm haben, wo egal wie gut jemand ist, man kann sich immer verbessern. Ja. Ist denn DTO, also das habe ich mich schon mal des Öfteren gefragt, es gibt halt Situationen, wenn ich die TO nutze und denke so, ja, aber gegen manchen Gegner könnte ich gar nicht so spielen. Also warum nicht? Weil der Gegner vielleicht einfach viel zu aggressiv ist oder weil er einfach aggressiver als DTO?
Ja, nee, aber zum Beispiel Leute, die so loose sind, die einfach alles runtercallen, einfach nur um zu hoffen, was zu treffen bis zum Ende. Gibt's ja nicht selten, gerade bei K.O.-Turnieren. Klar, aber warum machst du dir Sorgen, wie du solche Leute schlägst, die du halt einfach sowieso schlägst? Weißt du, was ich meine? Ja. Du stellst dir halt die Frage, wie schlage ich jemanden, der nicht gewinnen kann? Ja. Brauchst du eine App, die dir sagt, wie du einen kompletten Wal ausnimmst? Also irgendwie, ne? Dann ist es dafür einfach nicht konzipiert zu einem gewissen Bereich. Wenn der Gegner wirklich so schlecht ist, dass du genau weißt, was er macht zu jedem Zeitpunkt, dann brauchst du auch keine App. Dann bist du wie ich in Argentinien damals und kannst dich zurücklehnen und sagen, ich mache euch jetzt alle kaputt. Ja. Aber dafür brauchst du halt nicht die App. So, die App ist halt konzipiert, um zu sagen, du spielst gegen jemanden, der Plan hat. Ne? Und die gibt es. Ja. Dann musst du halt auch, du musst dann einfach besser spielen können. Du kannst nicht einfach, klar, du kannst sagen, ich bumhunte nur, ich brauche die App nicht, aber dann wirst du halt in deinem Leben nur bumhunten können, weil du nicht gelernt hast, richtig zu spielen. Also ich habe auf jeden Fall schnell gesehen, dass es gewisse Fehler gibt, die sich so einfahren. Und die Frage ist halt... Ich auch. Ja. Markus auch. Jeder, der die App benutzt. Ja, ich habe es gestern nochmal, also bei dir, du hast ja, nee, vorgestern hast du es nochmal gemacht auf Twitch. Ich habe nochmal die Wiederholung gesehen, dass du da so ein bisschen selber DTO-mäßig unterwegs warst und dann hast dich auch ein bisschen geärgert hier und da, ne? Schwieriger Spot haben wir gespielt, ja. Dreibett-Pot haben wir geübt. Meine Güte. Ich war auch stolz auf mich direkt, dass ich irgendwie eine ähnliche Dreibett-Situation hatte direkt am nächsten Tag und da habe ich richtig angewendet. Da war ich stolz auf mich. Ja, sehr gut. Aber wie viel Theorie steckt, also du besonders, aber auch generell, was sagst du eigentlich, wie viel Theorie und Training und im Vergleich zum Spielen, also ne, einfach nur das auf der Seite spielen und Training. Zu was für ein Verhältnis würdest du es bei dir setzen und was würdest du vorschlagen, was man mal für sich selber so ansetzen sollte? Ja, kommt halt komplett auf deine Ziele an. Ne? Ich meine, wenn du jetzt der beste Spieler der Welt werden willst, dann solltest du wahrscheinlich irgendwie 90% trainieren und 10% spielen. So. Okay. Wenn du halt viel Geld machen willst, momentan solltest du wahrscheinlich 90% spielen und 10% trainieren, so, weil momentan die Games halt wirklich besser sind als sonst. Ne? Ja. Ja, ansonsten im Allgemeinen so, es gab eine Zeit, wo ich halt nur die Super High Roller gespielt habe und ansonsten halt im Labor war und halt Sachen gebaut habe in Monka, in Pio, in tausend anderen Trainingstools. Das habe ich eine Zeit lang gemacht, mache ich jetzt nicht mehr, aber klar, wenn man richtig gut werden will, ist das eine Variante. So, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Momentan ist halt meine Zeit halt irgendwie zu studieren, ist halt einfach nicht da. So, ich spiele halt ein bisschen. Ja, und dann ist es einfach wirklich schwer zu beantworten. Es kommt auf deine Ziele an, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und wie schnell entwickelt sich, also du merkst das ja besonders, weil du da einfach als Pro unterwegs bist, wie schnell entwickelt sich so ein Spiel und verändern sich die Weisen, dass plötzlich die Continuation Bet-In war und dies und das, weißt du, was ich meine? So, dass halt, was würdest du so denken? Also merkst du eine schnelle Entwicklung immer bei den Spielern oder ist es? Ja, also früher war es wirklich langsamer und das war halt auch gut. Ne? Da hat man halt noch einen guten Vorteil gehabt in den High Roller, muss man mal ehrlich sagen. Ja. Und das ist auch genau das, was ich gesagt habe. So, jetzt sind die Leute halt alle besser und du merkst das halt wirklich so. Du merkst halt einfach, du spielst mit denen, da ist eine Hand, ne? die merken selber, die haben sie nicht gut gespielt und dann machen sie nächstes Mal den Fehler nicht mehr halt. Ne? Ja. Das ist halt schon irgendwie ein bisschen scheiße, sagen wir ganz ehrlich, weil dann, du hast einen Read auf einen, der hat irgendwo Schwachsinn gemacht, ja. Denkst du dir, gut, nächstes Mal macht das halt nicht mehr so, von daher ist es halt einfach auch egal. Ja. Dann machst du halt einen Fehler, der kostet dich nur ein kleines bisschen und nächstes Mal machst du ihn nicht mehr. Das ist halt das Problem momentan und Leute arbeiten halt super hart, also gerade in den High Rollern. Ja. Die werden halt alle besser, so ob die jetzt mit DTO trainieren, ob die mit Pio oder ob die DTO oder Pio oder DTO und Pio benutzen, ist scheißegal. Solange die eins davon machen, werden sie besser. Und wenn sie besser werden, ist immer schlecht in dem Bereich. Ja. Ne? Aber halt klar, für mich halt einfach, ich habe auch eine Zeit lang so gemacht, ich habe eine Hand gespielt, ich habe es im Solver eingegeben, ich habe mir meine Strategie angeguckt und dann habe ich weitergespielt und immer weiter. Jede Hand, wo ich mir nicht zu 100% sicher war, und das habe ich dann halt eine ganze Weile lang durchgezogen. Und irgendwann war ich dann halt, bin halt auch immer noch sehr confident in meine Lines, dass das alles Sinn macht. Also ich habe mal von einem ganz so einem Spion gehört von dir, nein, Spaß, dass du eigentlich, ja, dass jemand hat mir gesagt, der Dominik, der geht nach dem Turnier, wenn er gut gespielt oder gewonnen, wie auch immer, mit dem Cash
aufs Zimmer und geht die Hände nochmal durch. Das ist richtig. Krass. Ob ich gewonnen habe oder verloren habe, das ist richtig. Ne, ob ich gewonnen habe oder verloren habe, ist mir eigentlich egal. Wahnsinn. Ist mir egal, weißt du, ich meine. Das ist, wenn ich gewonnen habe, ob ich mehr Hände durch dich durchgehen muss, weil ich mehr Hände gespielt habe. Macht das Sinn? Ja, aber das ist schon hart, dass du dir das alles auch noch merken kannst. Ich meine. Ach, alles notiert. Ja. Okay. Alles notiert, beziehungsweise stimmt die Geschichte auch nicht. Teilweise gucke ich sie schon am Tisch nach. Ja. Dann spart ja Zeit. Ich habe ja so. Mir ist ja mal langweilig am Tisch. Das notierst du dir im Handy dann oder hast ein Zettelchen? Nee, ich habe Teamviewer auf dem Handy und lass dann durchlaufen, während ich spiele. Ah, okay. Ah, okay. Leute, hast du was dazugelernt hier? Dann ja, sowieso. Ich meine, das Live-Poker, du sitzt an einem Tisch, langweilig. Was soll ich machen während den Händen? Kann ich auch genauso gut meine Strategie nochmal durchgucken, ob das alles gepasst hat. Hilft auch übrigens sehr gut für Leute, die Tilt-Probleme und Confidence-Probleme haben. Weil dann lässt du die Hand laufen, siehst du, hast du gut gespielt, dann ist alles egal. Zumindest war es bei mir so. Aber ich finde schon krass, dass, also, es wird ja immer gesagt, du sollst, auch wenn du nicht in der Hand involviert bist, auf die Leute achten und die genauen Sizes achten und dies und das. Aber das klingt jetzt danach, dass es gar nicht so. Maybe. Ja, okay. Ja, mache ich halt nicht. Ich bin nicht so der Typ. Ich bin eher so der Strategietyp, ja. Der halt einfach versucht, seine Strategie durchzufahren und. Ja. Ja. Das ist halt dieser irgendwie so ein bisschen so Perfektionismus. So, wenn ich eine Hand nicht gut gespielt habe, regt mich das mehr auf, als wenn ich irgendwie ein Turnier gebastelt bin, was mir eigentlich egal ist. Ja. Wahnsinn. Ja. Habe ich die Hand gut gespielt? Okay, dann machen wir weiter. Habe ich die Hand nicht gut gespielt? Warum habe ich die Hand nicht gut gespielt? Aber. Es hat auch ganz gut geklappt eigentlich, weil ich hatte irgendwie nie das Gefühl, dass ich. Ne, ich baste halt ein paar Mal und dann. Manche Leute sind nach der dritten Kugel richtig am Rennen und bei mir war einfach so, ja. Also die ging halt einfach rein. Habe ich dir nachgeguckt, war gut, ja gut. Und dann gehst du halt weiter. Aber du hast halt dann nicht diesen. Manche Leute, die basten, die machen sich dann halt Vorwürfe, dann sind sie auf Tilt, aber wenn du halt dann doch nachguckst und sich rausstellt, die Hand habe ich gut gespielt, ja, was willst du denn machen? Du bastest halt manchmal. Und dann. Das hilft halt, mir hat es halt wirklich geholfen, was sowas angeht. So, das einzige Mal, dass ich auf Tilt war, war irgendwie, woran ich mich erinnern kann, war irgendwie, es war so eine Hand. Und ich habe halt Free-Flop All-In gestellt und es war halt diese dumme Big Blind Ante und ich konnte das Problem nicht lösen, ob ich da wirklich All-In stellen sollte. Ja. Weil Future Game und alles mit Big Blind Ante ist halt. Ich wusste es nicht und das hat mich halt mehr aufgeregt, als dass ich irgendwie geblufft habe in der Hand davor für einen zehnfach so großen Pot. Na, solche Sachen halt einfach. Ich fand es sehr hilfreich, so ein Mindset zu haben. Ja. Ja, absolut. Und was sagst du von den Leuten, oder was sagst du zu den Leuten? Weil das, glaube ich, hörst du super oft. Und generell Leute, die viel gewonnen haben. Alles lucky, letzten Endes nur Glück, letzten Endes hat er einfach einen Run gehabt, bla bla blubsch. Das ist ja wohl das Standard, ein Ding, was ich auch super oft höre. Also lese. Moment. Was sagst du dagegen? Was hast du da also zu gegensetzen? Dass ich einen Run hatte? Ich hatte keinen Run. Ich habe seit Jahren in den Super High Rollern sehr schlecht abgeschnitten. Ich habe online kein Turnier gecashed. Ich habe jetzt ein Turnier gecashed online mit einem Buy-in, was höher war als 10k. Jetzt mich als Person rauszupicken, die einen Run hatte, wird halt zeigen, dass man die Dinger nicht mitverfolgt hat. Weil, also objektiv betrachtet liefen die Super High Roller bei mir nicht. Punkt. Aber da gibt es natürlich andere, die du rauspicken kannst und sagen kannst, sie hatten einen Run und die hatten nur Glück. Und zu einer gewissen Form stimmt das. Punkt. Also du hast dann Leute, die spielen alle sehr gutes Poker und die haben alle einen ROI von plus, minus, sagen wir mal 10. Ja? Und dann hast du halt ein paar Leute drin, die spielen einen ROI von minus 30. Das sind halt die Wahlen. So, toll. Dann, wenn jemand einen ROI von minus 10 hat und der andere einen ROI von irgendwie plus 3 oder so, wenn du das in den Varianz-Calculator steckst, da können die unterschiedlichsten Dinge rauskommen. So. Und da haben wir halt nicht genug Sample-Size gehabt, jetzt in den Live-Turnieren, um zu sagen zu können, bin ich ein Riesenverlierer oder bin ich eigentlich ein Riesengewinner oder ist jetzt hier Spieler XY ein Riesengewinner oder Riesenverlierer? Es gibt halt keine Daten einfach, weil wir nicht tausende Turniere gespielt haben, sondern nur so ein paar, seien es mal ein paar hundert. Wir haben nicht mal 100 Live-Turniere gespielt zusammen. Ja, also im Großen und Ganzen ja. Die Aussage, ist das einfach alles nur Glück, ist schon was dran. Da kannst du nicht einfach nur so zur Seite schieben und sagen, stimmt nicht. Ja. Also gerade in so diesen Turnieren, die wir gespielt haben, Turbos, zum Großteil
hohe Varianz, sehr hohes Buy-in, dann hast du keine Sample Size, das ist halt richtig problematisch, klar. Und da gab es halt Leute, die sind halt gut gerannt und es gibt halt Leute, die sind schlecht gerannt. Wie immer halt, du hast so eine Gruppe halt und es gibt halt unterschiedlichen Outcomes. Ja, trotzdem ist es natürlich schon auffällig, dass es halt Leute gibt wie dich oder wie auch andere da, die da oben mitspielen, die halt regelmäßig scoren und andere halt mal vielleicht einen Big Score haben und lange danach nichts mehr von denen zu hören ist. Also es muss ja schon was daran sein, dass auch ein bisschen Arbeit und Theorie und dies und das sich ja, schon auszahlen Moment, sollte. Moment. Ne? Moment, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass wir nichts können. Die Tatsache ist einfach nur, die Leute, die da alle gegeneinander spielen, die können ja alle gut spielen. Richtig. Mehr oder weniger. Ne? Das ist ja nichts anderes, habe ich gesagt. Wenn jemand 5% verliert in einem Super High Roller, ist das ein sehr guter Pokerspieler. Ja. Punkt. Wenn du jetzt wirklich minimal verlierst in dem Feld, bist du ein guter Pokerspieler. Das heißt, du bist Gewinner in Main Events. Das heißt, du machst online relativ gutes Buy-in, gut kaputt. Aber das heißt halt nicht, dass du halt irgendwie in den Super High Rollern auch zerstörst. Okay. So. Es ist halt einfach nur, dass jetzt du sagst zu mir so, ja, der hat ja jetzt ein paar Mal gewonnen, ja, das heißt halt wirklich nichts viel, sorry. Also niemand kann so viel besser sein als jemand anderes. Es geht einfach nicht mehr. Du kannst halt nicht, du kannst keinen riesigen Vorteil haben irgendeinem gegenüber. Wenn du den doch haben könntest, dann würde es halt Leute geben, die alles kaputt machen. Gibt's aber nicht. Geht einfach nicht. Und wie vernetzt seid ihr Hyruler untereinander? Ist das eine verschworene Gemeinschaft? Seid ihr regelmäßig im Kontakt? Ist das... Du bist du in der Poker-WG zum Beispiel auch? 1000 Nein. Nein. Aber seid ihr gut vernetzt? Ja. Mhm. Wir kommunizieren über Skype. Und ich denke, das habe ich auch schon mal irgendwann gesagt im Interview, es hat einfach sehr viel damit zu tun, dass die Top-Spieler das alle realisieren. So. Man nimmt das nicht alles so super ernst, weil im Großen und Ganzen, ob jetzt ein Dan Smith gewinnt oder ob jetzt ein Stevie Chidwick mal gewinnt, kannst eine Münze werfen, wer von den beiden jetzt deeper im Turnier geht. Einfach mal so zwei Racks random aus dem Feld gegriffen, ne? Die beide sehr gut sind. Ist Stevie ein bisschen besser? Ja, gut, ich denke schon. Weiß ich es? Nein. So, einfach, man nimmt es nicht so ernst. Einfach weil, warum soll ich es ernst nehmen, wenn am Ende eh nur Glück entscheidet, wer von uns beiden jetzt deeper geht? So. Das ist doch Quatsch. Ich habe ja nichts, worauf ich neidisch sein kann. Soll ich neidisch sein, weil der jetzt mal ein bisschen mehr Glück hatte als ich? Vielleicht hat er nächstes Mal weniger Glück, so, weißt du? Und dadurch... Einfach, ja. Dadurch gibt es einfach kaum Neid. So gibt es ein paar... Ne, als Fedor hatte den sicken Run... Der war halt damals wirklich besser, muss man halt sagen. Fair enough, hat er verdient gehabt. War er so viel besser, wie sein Run es gesagt hat? Nein, war er nicht. Punkt. Ist auch egal. Aber dann, das ist ja einfach, ab und zu geht mal jeder auf den Run. Ne? Sei es mal Steve O'Dwyer, der auf den Run geht. Dann war Fedor, dann war Stevie. Das ist halt einfach so. Ne? Und dann sind es halt online jetzt ein paar andere. Das ist halt das Spiel einfach. Da muss man aber nicht neidisch sein. Wir sind alle ganz cool, glaube ich, miteinander. Studierst du denn die Spieler jetzt, sag ich mal, es gibt ja Möglichkeiten, Wiederholungen gucken, wie auch immer, dass du beim nächsten Event auf die vorbereitet bist, so wie ein Fußballspieler, der seine Gegner studiert? Klar, da hast du dann natürlich das Problem, was ich angesprochen habe. Du siehst einen Fehler von einem, nächstes Mal macht er den Fehler nicht. Ja. Warum macht er den Fehler nicht? Weil sie es alle in Pio eingeben nachher zu Hause und dann haben sie es gelernt, dann haben sie es begriffen. Und jeder redet. Die Pokerspieler sind auch so offen, ist halt auch, glaube ich, da gerade ein Vorteil, wo ich nie drüber nachgedacht habe. Wenn du einen Fehler machst und den direkt offen kommunizierst mit deiner Gruppe, dann wirst du doch lernen. Ne, ob du das jetzt wie ich machst, durch einen Solver jagst, dann lernst. Aber in irgendeiner Form, wenn jemand einen Fehler macht, wird er irgendwann lernen. Ansonsten wären sie nicht so hoch gekommen und ansonsten kommen sie auch nicht weiter. Aber es wird niemanden geben, der konsequent halt einfach so 10-mal hintereinander denselben Fehler macht. Die lernen ja alle. Ja, absolut. Aber die High Roller, ne? Die sind ja schon ein großer Teil, würde ich behaupten, gestaked. Also kriegen verkaufen ihre Prozente. Was ist denn da so ein Schnitt, den am Ende der Spieler für sich, also jetzt nur hat bei so einem? Kann alles sein, von 3% bis zu 50% oder irgendwie sowas, weil es ist komplett. Wie war das bei dir am Anfang? Zum Beispiel jetzt in Argentinien und so weiter. Argentinien hatte ich 100%. Ah, geil. Ja, ist doch gut. Ja, geil. Ja, läuft. Ich hätte 90% gehabt, wenn ich nicht irgendwie 5 Minuten zu spät im Turnier gewesen wäre. Ich war 5 Minuten zu spät und da bin ich an Maximilian Heinzelmann vorbeigelaufen und wollte 10% mit ihm swappen.
Aber der war in der Hand, hat seinen halben Stack verloren. Ich bin am Tisch vorbeigelaufen und habe dann das Ding gewonnen. Das ist eine interessante Geschichte eigentlich, aber ja. Geil. Also in solchen Sachen einfach, ganz ehrlich, im Main oder so, da hat man halt so knapp 100% minus ein paar Swamps und dann nicht mehr. Und in den Super High Rollern, mein Gott, da kannst du halt wirklich alles geben. So, und niemand weiß genau, wer wie viel hat, weil man weiß ja nicht, was da für Deals hinterstecken. Ich hatte in den Super High Rollern eigentlich immer relativ großes Piece, weil ich sehr viel Selbstvertrauen hatte. Okay. Und ich dachte, die Dinger wären gut. Und ich habe auch groß geswappt, weil ich auch großes Vertrauen in meine Jungs hatte, ne? Die deutsche Gruppe. Und da habe ich immer gesagt, spielen am besten. Jetzt im Nachhinein betrachtet, war ich vielleicht etwas zu aggressiv. Ich weiß, dass viele Leute sagen immer, ja, Dom hatte nur so 3% an sich. Und da sage ich dann immer, ja, schön wär's, wenn ich nur 3% an mir gehabt hätte, hätte ich jetzt mehr Geld. Aber nee, ich habe halt immer groß geswappt mit den Jungs, mit denen ich auch da rumhing, weil ich Vertrauen habe in die, dass sie gut spielen. Boah, also ich habe schon gut gefeuert in die Dinger damals. Ja, auch gut gefeuert in das 1 Million One-Drop. Klar. Ja. Das ist ja. Ja, aber die Games waren auch gut, teilweise. Ne? Dein größter teilweise. Cash, ne? Achso, nee, das Ding habe ich nicht groß gefeuert, leider. Ich habe in das 1 Million gefeuert, wo ich nichts gecashed habe. Achso, das One. Nee. In das One Drop im Kings habe ich nicht viel gefeuert. Okay. Das war irgendwie. Passenderweise war es das Turnier, wo ich gesagt habe, jetzt feuere ich klein. Ja, ist ja gut so. Ja, hey, hat sich jemand richtig gefreut. Ja. Ja, und. Ja, war schon cool so, ich will mich nicht beschweren. Das ist halt einfach. Ich war halt wahrscheinlich zu optimistisch, was AOEs angeht und zu optimistisch, was die Varianz angeht. Und ja, habe ich halt gelernt. Das ist auch okay. Ja. Hat mich nicht kaputt gemacht. Kam trotzdem Geld zurück. Ist okay so, aber. Ja, halt einfach dieses. Ich finde das irgendwie faszinierend, dass Leute so drauf bedingt sind, unbedingt zu wissen wollen, was jemand hat. Ne? Klar, ich verstehe die Neugier, ja. Aber woher hast du die Garantie, dass dir jemand die Wahrheit erzählt? Meinst du, jeder ist so offen wie ich und sagt dir, ja, an dem Ding, was ich gewonnen habe, da hatte ich gar nicht viel oder so? Nee. Das sind die wenigsten. Die meisten sagen doch alle, ich hatte super viel an mir, ich feuer immer super viel rein und du weißt es nicht. Vielleicht haben die im Hintergrund ja noch einen Staker, der halt nochmal irgendwie einen Großteil nimmt. Weißt du es? Hast du irgendeine Garantie, dass die dir die Wahrheit sagen? Nein. Natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. So, da ja, gibt es halt so einen sehr bekannter Pokerspieler, ne, der sagt halt immer, ich habe halt riesen Prozent an mir und ich gamble wie blöde. Ja, ob du den als, ne, dann gibt es halt Leute, die sehen den als Vorbild, ich weiß es nicht so, ich bin nicht so der Typ. Ich bin halt mehr so der Typ, der sagt, ja, riesige Varianz, nehm mal lieber ein kleineres Piece, whatever. Aber es ist schon, also ich meine, es sind ja schon Summen, wo manche das, weiß ich nicht, ein halbes Leben lang für brauchen, um es zu erarbeiten. Ist dir das so bewusst, wenn du da so ein Turnier spielst, oder ist das wirklich für dich reines Werkzeug, das Buy-in? Ja, gut, Moment. Kommt auf die Summe an. Ne? So, das einzige Mal, wo ich halt wirklich gezittert habe am Tisch, war im ersten Orbit vom 1 Million One-Drop. Ja. Das saß ich da und dachte so, Moment, das ist 1 Million. Ja. So, dann der erste Orbit war hart. Ganz ehrlich. Ja. Aber so in einem 100.000 oder so, ne, same game, nach einer Weile. Die ersten sind hart, aber danach same game. So 1 Million, das Millionen-Ding ist schon, das kann mich noch daran erinnern. Ich habe irgendwie jemanden gedreibert und ich habe gezittert. Das ist nicht normal eigentlich. Aber auch nur im ersten Orbit. So danach, gerade nach der ersten Pause oder so, war man dann wieder im normalen Betrieb. Ein paar Hände gewonnen, dann läuft es eigentlich. Ach, ist ja doch nur Poker. Aber weitermachen. Ja, aber wenn du Prozente an jemanden verkaufst, ist es da schon mal vorgekommen, dass die eine gewisse Erwartungshaltung haben und wenn sie die nicht erfüllt bekommen haben, vielleicht nicht so nett waren? Ich verkaufe nur an Leute, die mir vertrauen. Okay. Ganz einfach. Weil das hört man ja schon, dass es welche gibt, wo es dann danach ein bisschen Kasala gab, sag ich mal. Ja, klar. Du verkaufst nicht an Leute. Ich verkaufe nicht an Leute, die halt das Pokerspiel nicht verstehen. Weil wenn sie das Pokerspiel nicht verstehen und ich mir danach einen Vortrag anhören muss, ob ich da jetzt den Stack hätte verbluffen müssen,
Ah, okay, ja, entweder du vertraust mir, dass ich das mache, dann kannst du mich staken. Oder vertraust mir halt nicht, dann verkaufe ich entweder einen anderen oder. Aber der hat mir da nicht reinzu. Also ein Staker hat einem da nicht reinzureden. So. Das geht halt einfach nicht. Wenn du jetzt jemanden stakest, kannst du dem nicht. Ne? Er spielt halt dein Turnier, dann hast du auch zu akzeptieren, wie der spielt. In meinen Augen. Ob der jetzt einmal Quatsch macht oder nicht, ist scheißegal. Ja. Ne? Aber einfach so zu sagen, so, ja, hier, du hast jetzt. Ne, du hättest dies und das machen müssen, ist halt völlig unprofessionell. Das ist dein Staker, nicht dein Coach. So. Ja. Und wenn du Scheiße spielst und dein Staker sagt, du spielst Scheiße, dann hat der Staker halt einen Fehler gemacht. Punkt. Da muss er mit leben. Es ist ein Investment wie jedes andere. Ne? Er vertraut dir die Kohle an, dass du gut spielst. Muss er halt drüber stehen. So. Dann darf er dich entweder nächstes Mal nicht staken oder. Aber ich denke, das ist halt so ein Problem, was so viele Leute hätten, so, wenn du jetzt einen Staker hast, der nicht aus dem Poker-Business kommt. Ne? Wenn du jetzt einen Staker hast, der irgendwie Millionär ist von woanders her und dich halt reinschmeißt in das Turnier und der sieht halt ein schlechtes Play von dir, das könnte problematisch werden, da kannst du von ausgehen. Einfach weil die Leute halt nicht verstehen, wie Poker halt eigentlich funktioniert. So, dann hast du vielleicht ein gutes Play gemacht, doch, aber nein, der Staker sagt nein. Das könnte problematisch werden, aber genau um mir den Stress nicht zu geben, würde ich niemals an irgendwen verkaufen, der mir nicht entweder zu 100% vertraut oder der nicht aus der Pokerszene kommt. Also sind es bei dir eigentlich ausschließlich Pokerspieler? Ja. Okay. Ja gut, das machst. Ja, Hast du das natürlich war direkt die. die deutsche High-Stakes-Community halt, die hoch Cash gespielt haben. Ja. Ja. Da hat für mich halt einfach, ah, ich hab's weggeblufft, ja, okay, cool. Rebuy, jo, auf geht's. Was habt macht denn ihr jetzt bei Krone? Man weiß ja nicht, wann es weitergeht, ne? Ist das jetzt Pause. ja, aber hast du so einen Plan, wann du jetzt wieder, habt ihr so unter euch da so einen Plan, was ihr jetzt nächstes als Ziel seht? So, ich meine, Ja, null halt, ne? null, ne? Also ist bei mir auch. Also ich bin aus meiner Branche auch total überfragt, wann kann ich wieder arbeiten gehen? Aber das ist natürlich dann für dich jetzt, dass du den Fokus auf das Online-Ding hast, deinen Twitch-Stream hast. Wie für erfolgreich, wo siehst du dich denn erfolgreicher? Im Online-Bereich oder Ja. Im Live-Bereich. Gute Frage. Ich meine, ist halt beides Poker. Ich denke, ich kann beides gut machen. Klar kann ich mehr gewinnen, wenn ich live spiele. Aber ja, es ist halt einfach nicht momentan. Ne? Ja. Und wann es weitergeht, weiß ich nicht, weiß niemand. Es ist halt einfach Fakt, dass die Online-Games nicht so gut sind wie die Live-Games. Das ist halt einfach Fakt. Online sind einfach die ganzen Profis. Und die ganzen Recreationals haben halt eine Barriere, Geld auf die Seite zu bekommen. Von daher, ne, die kommen ins Aria, kommen sie halt mal mit ein paar hundert Kilo, können die abladen, das ist okay. Aber die kriegen nicht die Kohle auf PokerStars und können die dann abladen gegen den kleinen Playerpool. Das ist irgendwie ein bisschen weird. Das ist halt einfach, für einen Profi ist es einfach, Kohle auf Stars zu kriegen und dort Highstakes zu spielen. Und für einen Amateur ist es einfach, Kohle in ein Casino zu kriegen und dort zu zocken. Ja. Ne? Und halt ein Amateur, da können ein paar Profis den ausnehmen, das ist okay, aber online hast du halt viel mehr Profis, die halt sofort kommen, wenn da ein Amateur sitzt. Ne? Da kommen auch Leute aus dem Cash-Game-Bereich und in Vegas, wenn da ein Amateur sitzt, dann musst du halt erstmal da sein. Also halt einfach das ist ein bisschen ja, unausgeglichen, unausgewogen, dass live einfach besser ist in dem Bereich. So, wenn du live da bist, dann kannst du gut High Roller spielen, aber halt, ne? Macht das Sinn, was ich sage? Dass das Ja, online ja. halt einfacher? Ja, okay. Naja, also du hast auch Ist eben, komisch, ne? bevor wir den Stream gestartet haben, haben wir nämlich auch kurz das angeschnitten, dass ich dich gefragt habe, weil du ja 888 Dominik heißt, ob du auf 888 noch spielst. Und dann kam so ein bisschen ins Gespräch, ob du, also, ne, wo es halt leicht ist und wo es schwer ist. Also wie siehst du das? Wo siehst du die Stärken und Schwächen, welche Seiten und wo macht es Spaß, wo ist es leicht? Ja, also am leichtesten war natürlich erstmal, um es direkt vorwegzunehmen, immer dieses immer Live-Poker, ne? Ja. Immer. Egal. Es ist einfach so. Und jetzt, wo wir kein Live-Poker mehr haben, klar, die besten Games sind immer auf Seiten, wo die wenigsten Profis spielen. Das ist halt relativ einfach. Ne? Es gibt halt Staking-Gruppen, die haben halt diverse Deals mit irgendwelchen Pokerseiten. Weiß ich auch nicht genau, was da intern überall abläuft. Aber zum Beispiel PokerStars immer, ne, beste Games, weil größte Seite.
ist relativ logisch, denke ich. Dann gibt es halt die anderen Seiten, muss man sich dann halt überlegen, wo die guten Games sind. So. Und dann musst du halt, wenn halt all deine Freunde die Kollegen sind, die auf Party-Poker spielen oder deine Kollegen auf irgendwo anders spielen, musst du halt vielleicht mal ein bisschen überlegen, sagen, vielleicht eine andere Seite mit reinmixen. So. Ob das jetzt 8-8 ist oder ob das Unibet ist oder Winamax. Weißt du, was ich meine? Ja. Ist scheißegal. Aber vielleicht eine Seite nehmen, wo ein großes Casino hintersteckt, wäre relativ schlau in der derzeitigen Situation. Und am besten eine Seite nehmen, wo Sportwetten sehr groß sind. Weil wenn Sportwetten groß sind, heißt das, dort ist momentan, gerade profitiert momentan sehr viel Geld dort, weil momentan gibt es ja keinen Sport. Ne? Corona hat halt Auswirkungen, dass jetzt die Sportaccounts quasi, da liegt halt Geld rum, die Leute wollen es verzocken. Und dann gibt's halt, ne, kannst halt weitermachen, kannst halt 888 spielen, kannst, was ist noch gut? 888 ist gut, wahrscheinlich ist Winamax gut, habe ich keinen Zugriff drauf, weiß ich nicht. GG ist auch immer gut wegen den vielen Asiaten. Ne? Aber dann halt musst du dann halt auf Party in einem 109er hängen mit Leuten, die wahrscheinlich etwas besser spielen, als mit Leuten spielen, die halt gar keinen Plan haben. Also, das ist halt, Poker ist einfach Game Selection im Großen und Ganzen. Von daher musst du halt mal gucken, einfach mal kreativ sein. Und bei Twitch machst du aber eigentlich vorwiegend Pokerstars, ne, mit deiner Challenge. Ja, einfach weil ich da die meisten Games zum Laufen kriege. Das hat nichts anderes zu tun. Ich würde gerne mehr A-Day-Day zeigen. Ich spiele auch gerne 888. Ich spiele immer. Was spiele ich denn da? 16,50er sind gut. Ein paar 10-Dollar Turbos, 8-Dollar Turbos, halt so einfache Sachen, die zur Challenge passen. Und klar ist es vorwiegend Pokerstars, einfach weil dort mehr Games laufen. Und weil ich halt auch zu 888 gesagt habe, ich stream nur 888 und Pokerstars. Ansonsten würde ich vielleicht auch kleinere Seiten mit reinmixen, ganz ehrlich. Aber, ne, es ist halt einfach, das war halt einfach, was ich gesagt habe, komm, lass mich Pokerstars zeigen. Die anderen Seiten verstehe ich, wenn ihr es nicht wollt, aber 888 zeige ich. Das ist okay. Aber ich merke halt auch so in den Games, die ich spiele, ich kriege auf 888 und Pokerstars alleine genug Games zum Laufen. Mir wird nicht langweilig, ich kann halt, ne, würde ich hier und da noch eine andere Seite mit reinmixen? Ja, okay, sage ich ganz ehrlich, wenn ich das ernsthaft machen würde, aber ich kann das auf 888 und Pokerstars locker machen und ganz, ich würde auf jeden Fall, sage ich ganz ehrlich, immer 888 auch mit reinmixen. Ja, also die Sachen, die ich auf 888 spiele, sind schon sehr, sehr, sehr gut. Da gibt es so einen 109er, Dragon heißt das ist super. Dann gibt es so ein 11 Dollar, das heißt Mini Dragon, das ist auch super. Junge, also kannst dich nicht beschweren. Man muss nicht nur Pokerstars spielen. Aber dann ist das schon sehr aggressives Bankroll-Management, wenn du einen 109er spielst mit einer 2000er Bankroll. Ja, jetzt, die 109er spiele ich einfach nur zur Unterhaltung und Belustigung des Streams. Ich habe halt einfach Angst davor, dass ich irgendwann da sitze und ein 11 Dollar Turnier eintable. Okay. Das ist halt schwierig für mich, das ernst zu nehmen zu dem Zeitpunkt. Und wenn ich dann halt ein paar 109er einfach so zum Spaß daneben spiele, die natürlich nichts mit der Challenge zu tun haben, ist es halt, wenn der Stream findet es cool, weil dann gibt es einen Sweat, wenn ich Final Table. Ich finde es cool, weil dann spiele ich für mehr Geld und dann steigert das meine Motivation und ich bin dann auch besser gelaunt. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, ob ich jetzt, wenn ich die nicht spiele, bin ich halt weniger motiviert und dann ist der Stream halt allgemein einfach nicht so gut. Aber wenn ich ihn spiele, ist motivierender, gibt einen Sweat, ist halt einfach für alle Beteiligten besser und die Challenge läuft halt trotzdem so weiter. Also zählen die 109er nicht zur Challenge? Nein, natürlich nicht. Ah, okay. Okay, gut. Wie viele Tische spielst du so? Generell jetzt, sag ich mal, unabhängig von der Challenge, würde mich mal interessieren, ja, wie viele Tische spielst du, wenn du online spielst? Also Max, an einem Sonntag so 10 oder so, an einem Sonntag spiele ich nicht viel. Und dann während der Challenge halt sind es so 6 auf dem Hauptbildschirm. Wahrscheinlich 2 bis 3, also 2 auf dem Nebentisch und dann so 8, also 8 werden es so sein. Und 15 und 8. Und jeden Tag jetzt, ne? Also so gut wie jeden Tag. Ich glaube, gestern hast du Pause gemacht, aber sonst? Ja, gestern Pause gemacht. Ich wollte wahrscheinlich gleich noch einen Stream anschmeißen hier nach. Aber müssen wir sehen. Ich muss erstmal noch ein paar andere Sachen erledigen. Ich versuche es so oft wie möglich zu machen. Wie gesagt, es ist halt einfach. Ich kann es nicht Fulltime machen. Dafür habe ich zu viele andere Sachen zu tun. Ja. Aber ich weiß, ja, dank Corona kann ich ja jetzt quasi jeden Tag. Quasi jeden Tag. Ist auch anstrengend. Ich habe letztens irgendwie einen Stream gemacht bis 9 Uhr morgens, weil ich irgendwie noch einen 500er gespielt habe nachts. Das war hart. Wo bist du jetzt zurzeit? In welchem Land? Edinburgh, also in Schottland. Okay. Ah ja. Also ähnlich wie hier die Zeit. Eine Stunde Unterschied.
Genau, dann bis 9 Uhr morgens spielen war nicht ganz so angenehm. Das macht einem auch den nächsten Tag kaputt. Ja. Boah. Aber nee, es macht schon super viel Spaß. Ich werde es auch gerne weitermachen. Mal sehen. Ja. Mal sehen, wie das läuft. Ist Ich will mich auf keine Zeit festnageln lassen, einfach weil ich so viele andere Sachen zu tun habe. Aber wenn ich frei habe und das reinschieben kann, mache ich es gerne. Wie sieht das jetzt in deinen Plänen in der Zukunft aus? Also jetzt ist natürlich, sagen wir mal, Corona ist jetzt irgendwann rum endlich und dann was hast du vor, Ja. was, wie geht's dann weiter? Sagen wir, Corona ist rum, ist eine relativ große Sache, leider, Ja, ne? gut, klar, ja, wir reden von ein paar Aber Monaten oder vielleicht schlimmstenfalls noch ein Jährchen, ich weiß es nicht, aber ein Jährchen ist schon eine verdammt lange Zeit in unserem Business. ja. Ja, man weiß es halt nicht so, ne? Könnte halt alles passieren. Aber ich denke halt einfach, für Live-Poker könnte es gravierende Auswirkungen haben. Ne? Ja, und was machst du? Also wie sehen deine Pläne jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und so aus? DTO, bisschen Socials, bisschen. Oh, was kann ich noch machen? Streamen, spielen. Ich habe Gott sei Dank Glück, dass ich mir nicht so riesige Sorgen um Corona machen muss. Einfach wegen DTO und einfach weil. Ja, ich habe halt Online-Poker noch, ne? Ich weiß es nicht, ne? Wenn es rum wird und wir alle so zu dem Zeitpunkt zurückkehren, wo es ist, wie es früher war, wäre schön, ne? Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, es könnte gerade was Live-Poker angeht, gravierende Auswirkungen haben. Inwiefern? Ja gut, man muss mal realistisch sagen, dass so ein Virus sich an einem Pokertisch sehr schnell verbreiten würde, ne? Du hast Chips, Karten, die du anfasst. Ist halt gerade Live-Poker ist ja nicht. Ja. Wie erkläre ich dann am besten? Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber ja, aber gut, ich meine, irgendwann ist es ja vorbei, ne? Weil man weiß halt nur nicht wann. Aber Weiß nicht wann, ja. Glaubst du, nachdem das vorbei ist, wird es trotzdem noch sich hart verändern im Live-Bereich? Weil Wahrscheinlich, die ja. Leute einfach vom Kopf sich dann anders ver. Also, ja, Ja, das ist ja. echt eine. Da habe ich auch drüber nachgedacht, ob sich die Gesellschaft dadurch verändert. Ja. Ja. Ich denke definitiv. Also ein Poker ist halt gerade so das erste Beispiel, wo du halt so eine Gruppenaktivität hast. Ah, Ja, ne? schade. Schade, ja. Schlimm. Man hat früher immer gesagt, so Poker wird es ewig geben oder so, Ja. ne? So, ja, also Leute werden immer spielen. Vielleicht nicht mehr live, also. Ja. Wie Man weiß es halt nicht, ne? zieht sich ja nochmal nach Deutschland? Oder Nö. nee? Nö. Warum? Mir gefällt es in Schottland ganz gut. Ja. Ist schön hier. Ja. Auch wenn ich gerade nicht nach draußen kann, sieht schön aus draußen. Ja, also ein bisschen mehr Grün ist da schon als hier, ne? Ja, nee, es ist schön hier. Hier kann man auch gut leben. So. Also wenn ich hier jetzt auf Lebenszeiten feststecke, dann Corona, ist es okay. Ja. Kann ich akzeptieren. Ja, wir müssen sehen, was kommt. So, ich meine, wenn ich kann keine Pläne machen für etwas, was ich nicht einschätzen kann. So. Ja. Kurzfristig kann ich sagen, ich bin mehr auf Twitch aktiv und Markus und ich bauen DTO fertig, dass es die beste App wird. Und dann bin ich zufrieden. Also, alles andere kann ich nicht kontrollieren. DTO kannst du ja in zwei Varianten kaufen, ne? Also beziehungsweise kaufen, ja. Abonnieren. Wo nochmal zum Abschluss, wo, dass man einfach die Unterschiede nochmal kurz erklärt kriegt, was bringt das eine und das andere? Ja, gut, ganz einfach. Wir dachten uns halt, wenn jeder von den Dingen profitieren kann, sollten wir auch eine Variante haben, die preislich für jeden attraktiv ist. Haben wir jetzt gesagt, sind $10. Sollte sich jeder leisten können, der relativ ernsthaft Poker spielt, der kann damit, wie gesagt, sein Spiel verbessern. Von daher müssen wir auch überlegen. Denn wir können nicht einfach für $10 alles raushauen, weil wenn wir das machen, bleibt am Ende nichts mehr für uns übrig und das geht halt auch nicht. Kurz dazu, ja, das erste Tier, es ist halt alles quasi etwas vereinfacht. Es ist alles gut, du kannst spielen, bekommst dein Feedback, dies, das. Aber es ist halt, wie gesagt, vereinfacht. Du hast weniger Spielsituationen. Du bekommst eine weniger detaillierte Info über das, was geht. Aber du kannst halt trotzdem davon lernen und was mitnehmen. Halt für einen relativ kleinen Preis. Aber dafür halt nicht ganz so viel. Und so für High Roller haben wir uns halt gedacht, wir müssen unseren Leuten nochmal mehr bieten. Können mehr machen. Es ist alles detaillierter.
Und es sind halt gerade so Sachen, die halt etwas komplizierter sind. So zum Beispiel EV-Loss. Ne? Da weiß nicht unbedingt ein Einsteiger direkt, wie das definiert ist. Oder genaue Frequenzen. Da weiß ein Einsteiger wahrscheinlich auch nicht genau, wie ist das zu behandeln. Aber für einen Profi ist das halt essentiell. Ne? Wenn du jetzt einem Einsteiger sagst, du musst das zu 30% checken, aber zu 70% betten, dann ist er ein bisschen überfordert. Aber so, wenn du halt ernsthaft spielst, solltest du das wissen. So, und das, da haben wir halt den Cut gezogen und gesagt, das ist High Roller. Und das andere ist Grinder. So, und dann, halt eins ist halt einfach mehr Infos. Und wir versuchen halt wirklich ernsthaft, dass für jeden was geboten wird, dass jeder da besser werden kann. Und ja, ist halt, ist wahrscheinlich auch kein Geheimnis, dass wir vom Grinder nicht unbedingt reich werden. Weil der $10 im Monat ist nicht sonderlich viel. Aber wir versuchen halt ernsthaft, weil wir haben halt ein Produkt gebaut, was wir halt, wir können es immer noch nach oben ausbauen. Ne? Es gibt immer noch die Option, Super High Roller draufzusetzen. Wir haben 1000 Ideen dafür. Aber halt, wir wollten halt wirklich was bauen, was halt auch für einen Einsteiger cool ist. Ne? Wo ein Einsteiger sagen kann, $10 im Monat zahle ich gerne dafür, um mein Spiel spielen zu verbessern. Ja, aber du kannst halt nicht zu jedem sagen, gib mir $30 im Monat. Für manche Leute ist das einfach zu viel. Ja, so. Absolut. Ja, wir haben halt mal versucht, mal was für jeden zu machen. Und wir dachten halt, wir haben ein Produkt, was sich dafür gut eignet einfach. Ne? Wenn du ein paar Features rausnimmst, das ein bisschen simplifizierst, ist es gut für einen Einsteiger. Wenn du jetzt die Features hast, die wir haben, ist es gut für jeden. Und wenn du noch Features draufbaust, wird es nochmal besser für die Super High Roller. Das ist unsere Idee momentan und unsere Vision. Ich habe auch so bei Biloro so einen Winning Graph gesehen. Das ist ja wahrscheinlich in dem High Roller, ne? Bolero ist High Roller, ja. Nee, seit Tag 1. Nee, ich meine auch, ja, also diese Funktion mit dem Winning Graph. Den Graph? Ja. Das wäre eine coole Funktion. Aber das ist ja einfach, glaube ich, nur Shark Scope. Ach so, weil das über DTO. Ich habe das als. Gebrandet ist. Ja, ich glaube, genau. Der hat das ist einfach ein Sharkscope-Screenshot, den unser Designer hübsch gemacht hat. Ah, okay, dann habe ich es. Okay. Ich dachte schon, was für ein geiles Tool. Das habe ich jetzt vor 3-4 Tagen gesehen. Aber ja, wäre auch schön. Ja, ist aber einfach nur Sharkscope, glaube ich. Okay. Wir müssen das Rad ja nicht neu erfinden. Sharkscope gibt es schon. Ja. Genau. Sharkscope. Ja. Ja, aber unser Designer hat das hübsch gemacht, finde ich auch. Ja. Super, sehr genau, habe ich auch noch gesagt. Also es ist schlicht, aber trotzdem nicht, also sehr ansprechend, ne? Also sehr, sehr bedienerfreundlich, das wollte ich sagen. Aber trotzdem schick, weil zum Beispiel Poker Tracker ist auch sehr basic, aber halt nicht so schick wie Hold'em Manager zum Beispiel, finde ich. Das ist richtig, optisch, ja. Ne? Ja. Ist jetzt auch relativ unwichtig, dass, wie schick eins ist, solange man ein Ergebnis hat daraus, aber ist ja auch nicht schlecht. Dann tun die Augen nicht so weh. Das ist richtig, ja. Ja, Dominik. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg bei deiner Twitch-Reise mit deiner Challenge, sowie halt auch mit DTO. Und natürlich, sobald es hoffentlich wieder an die Tische geht live, dass du da wieder ein paar Bracelets mitbringst. 4 Stück hast du ja schon. Wäre schön, ja. Sehr schön. Na? Hast du sie in schöner Vitrine stehen? Oder wie machst du das? Nee. Stehen in meinem Wohnzimmer. Okay. Ja, schön. Dann hoffentlich kommen noch ein paar dazu. Ich drücke dir die Daumen. Danke. Vielen Dank, Dominik, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielleicht quatschen wir einfach noch mal ein paar Monate und dann erkundige ich mal, wie es dann so weitergelaufen ist bis dahin mit DTO und so. Cool. Super. Danke, Jan. Hat Spaß gemacht. Hat mich gefreut, da zu sein. Und ja, dir auch viel Erfolg. Ne? Danke dir. Vielen, vielen Dank, jo. Dominik. Mach's gut, mein Lieber. Okay. Bis dann. Jo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.